Es war vor langer, langer Zeit. Es war einmal eine schöne Königin. Sie konnte es nicht ertragen, dass sie von Schönheit von jemand anderen übertroffen werden sollte. Daher befragte sie täglich ihren Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja, Königin, du bist ein kleiner Feger. Aber draußen, da wohnt Schneewittchen. Und sie ist sowas von sexy. So ein junges, hübsches Mädchen. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Sie rief sofort ihren Jäger. Jäger! Die Königin befahl den Jäger, Schneewittchen in den Wald zu führen und dort zu töten. Dann rief sie Schneewittchen zu sich. Der Jäger nahm Schneewittchen an die Hand und führte sie in den dunklen Wald. Als Schneewittchen merkte, dass der Jäger sie töten wollte, bat sie um Gnade. Der Jäger brachte es nicht übers Herz, ihr etwas anzutun und ließ sie gehen. Und Schneewittchen lief, solange sie ihre Füße trugen. Sie kam an ein einsames kleines Haus und ging hinein. Der Tisch war gedeckt und weil sie so hungrig war, aß sie von jedem Teller und trank aus jedem Becher. Und weil sie jetzt so müde war, legte sie sich in eines der Betten und schlief fest ein. Abends kamen die Bewohner des Hauses von der Arbeit zurück. Gut gearbeitet, wie gelacht, weil Schneewittchen Hochzeit macht. Gut gearbeitet, wie gelacht, weil Schneewittchen Hochzeit macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aus. Sie bemerkten sofort, dass sich im Haus etwas verändert hatte. Oh, hallo, wer hat mein Tequila ausgesucht? Wer hat von meiner Flasche Sekt getrunken? Wer hat mein Kondom benutzt? Was ist das? Nee. Doch,
ein Mädchen. Nein, ein Mädchen? Und ein Mädchen, Mutter, damit das jeder ist. Das ist unser Schatz. Schneewittchen erwachte aus ihren Träumen und bemerkte 7 muntere Gesellen. Schnell waren sie sich einig, dass Schneewittchen da bleiben solle, und die Zwerge waren froh, dass sie endlich jemand hatten, der sich um sie kümmerte. Zur selben Zeit trat im Schloss die Königin zufrieden und voller Hoffnung vor den Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh. Königin, du siehst ja heute aus wie so ein Mischmob, aber Schneewittchen, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, ist doch viel, viel schöner als ihr. Die Königin erschrak und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte. Sie kochte vor Wut und rief den Jäger. Jäger! Daraufhin heckte die Königin einen teuflischen Plan aus. Und solange sie nicht die Schönste im Land war, ließ der Neid ihr keine Ruhe. Am nächsten Morgen gingen die Zwerge schon früh zur Arbeit. Zwerge sind gar nichts Nutz. Zwerge machen nichts als Schmutz. Zwerge sind das anders, weil alles nur ein Die Königin ging in die Kammer, verkleidete sich als Krämerin und ging über die 7 Berge zum Haus der 7 Zwerge. Sie klopfte an die Tür und Schneewittchen kam heraus. Es erkannte die böse Königin nicht. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld? Die Königin bot Schneewittchen einen Apfel an, der vergiftet war. Als Schneewittchen in den Apfel biss, fiel sie auf der Stelle tot um. Die Königin ging gut gelaunt und zufrieden zurück ins Schloss. Am Abend kamen die 7 Zwerge müde, aber gut gelaunt von ihrer Arbeit aus dem Berge nach Hause. Sie fanden das tote Schneewittchen und weil sie so schön anzusehen war, legten sie es in einen Glassarg. Thank you.
Tages geschah es, dass ein junger, schöner Königssohn in den Wald kam. Der Königssohn sah das schöne Schneewittchen im Sarg und er verliebte sich sofort in sie. Er bat die Zwerge, Schneewittchen mit auf sein Schloss mitnehmen zu dürfen und aus Mitleid stimmten sie zu. Als der Königssohn den Sarg berührte, fiel Schneewittchen das Kopfstück aus dem Hals. Und der überglückliche Prinz antwortete ihr: Ich baue dir ein Schloss, ich baue dir ein Schloss, das kann nur ein Wolken liegen. Ich bin dein Pilot, ich schicke dir mal viel. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.